Willkommen zur Monatsvorschau für die neuen Spiele im April und natürlich auch für die neuen Ports bereits veröffentlichter Spiele auf neue Plattformen am Ende des Videos. Los geht's am 1. April mit Terror Bane, einer spielbaren Hommage an die Videospielgeschichte, bei der die Entwickler sogar Spaß mit Bugs versprechen. In dem albernen Genre-Mix aus Rollenspiel und Action-Adventure fallen nämlich sogar mal die Level oder die Benutzeroberfläche auseinander. Aus Spaß natürlich. Danach gibt's einen neuen Release in einer altgedienten Sportreihe, denn die 2022er Ausgabe ist der inzwischen 17. Teil der Baseball-Simulation MLB The Show. Wie schon beim direkten Vorgänger dürft ihr auch diesmal nicht nur auf der PS4 und 5, sondern auch auf den Xbox-Konsolen Home Runs schlagen. Dort ist das Spiel auch im Game Pass enthalten. Erstmals erscheint The Show dieses Jahr übrigens auch für die Nintendo Switch, der PC geht aber immer noch leer aus. Mit der Skywalker-Saga packt das Entwicklerteam von Traveler's Tales alle neuen Haupt-Star-Wars-Filme in ein Lego-Spiel. Das bietet mit seinen 24 Planeten und über 300 Charakteren mal wieder jede Menge Bonusinhalte zum Freischalten, liefert gleichzeitig aber auch Open Worlds und Weltraummissionen mit und setzt auf ein komplett überarbeitetes Kampfsystem inklusive neuer Schulterperspektive. Dieses Video wird präsentiert von NordVPN. Schaut in die Videobeschreibung für weitere Infos und einen exklusiven Rabattcode. Outbreak Contagious Memories schlurft auf den Spuren klassischer Resident Evil Spiele. Oder besser gesagt aller Resident Evil Spiele, denn ihr könnt selbst bestimmen, ob ihr das Survival-Spiel mit fixen Kameraperspektiven, aus der Verfolgeransicht oder in der Ego-Ansicht meistern wollt. Die Kampagne könnt ihr zudem auch zu zweit im Splitscreen-Koop spielen. Unter dem Namen The Radical Dreamers Edition veröffentlicht Square Enix den JRPG-Klassiker Chrono Cross nochmal auf aktuellen Plattformen und auch erstmals bei uns in Europa. Neben überarbeiteter Grafik, bei der ihr übrigens auch jederzeit zur Originaloptik zurückschalten könnt, und einigen Komfortfunktionen enthält das HD-Remaster außerdem auch das Text-Adventure Radical Dreamers, der verbotene Schatz. Forgive Me Father ist eine Hommage an Retro-Shooter der 90er und den Horror von H.P. Lovecraft. Auf Steam verlässt die Ballerei mit der Comic-Optik am 7. April die Early-Access-Phase und lässt euch dann mit 9 neuen Levels und 3 weiteren Bossgegnern die komplette Story um eine dem Wahnsinn verfallene Welt erleben. Während die Spielhalle fast überall auf der Welt schon längst ausgestorben ist, kehrt jetzt nochmal ein absoluter Arcade-Klassiker zurück, denn der Lightgun-Shooter House of the Dead von 1996 bekommt nochmal ein Remake für die Nintendo Switch. Grafisch spielt das zwar nicht in der Oberliga mit, ihr könnt jedoch allein oder zu zweit auf dem Gerät Monsterhorden ummieten und dabei verschiedene Endsequenzen freischalten. Die Entwickler des Early Access-Spiels Uragan beschreiben den Mech-Protagonisten als freundliche, aber todbringende Kampfeinheit. Wie hilfreich besonders erstere Eigenschaft auf den Schlachtfeldern der Zukunft tatsächlich ist, könnt ihr nach einer kleinen Verschiebung nun voraussichtlich ab dem 12.04. selbst herausfinden. In dem Twin-Stick-Shooter wird euch aber vermutlich letzteres, also der Teil mit der todbringenden Kampfeinheit, mehr helfen, wenn ihr mit verschiedenen Waffensystemen Roboterhorden in 25 Levels in unterschiedlichen Biomen zerblastert. Das noch junge Berliner Entwicklerstudio Randwerk lässt euch in seinem Anti-Bauspiel Abriss Build to Destroy ab dem 14. April in 5 Welten mit jeweils 7 Levels und in einem Sandbox-Modus jede Menge Gebäude und andere Konstruktionen mit einer aufwendigen Physiksimulation zerstören. Das ist aber erst der Anfang, denn das Spiel startet jetzt erstmal in den Early Access und soll bis zum fertigen Release in rund einem Jahr um mehr Inhalte und neue Funktionen erweitert werden. Mit Crime Site kombiniert Konami das Spielprinzip des Brettspielklassikers Cluedo mit Among Us. Als Abgesandter der KIs Moriarty oder Sherlock müsst ihr im Multiplayer-Spiel auf Steam in einem Herrenhaus entweder den perfekten Mord begehen oder genau dieses Verbrechen aufklären.
Als Anführer einer Söldnerbande sollt ihr in The Iron Oath vor allem Weitblick haben. Denn im Fantasy-Spiel müsst ihr nicht nur eure Söldner möglichst geschickt durch rundenbasierte Kämpfe kommandieren, sondern auch die Zukunft eurer Organisation über Jahrzehnte hinaus planen. Auf Steam gibt's dazu eine kostenlose Demo. Seit 2019 gibt es das Open-World-Action-Spiel Postal 4 No Regrets bereits im Early Access über Steam, doch am 20. April will das Entwicklerstudio Running with Scissors die neueste Episode der einst skandalträchtigen Serie komplett veröffentlichen. Der 1.0-Release wird mit einem großen Content-Update gefeiert, das neue Missionen, Zwischensequenzen, Verbesserungen und Gameplay-Optionen bringt und das sogar Rick Hunter als Originalstimme des Postal Dudes zurückbringt. Flying Wild Hog, die Macher der Shadow Warrior-Spiele, starten am 20. April die Open Beta zum Twin-Stick-Shooter Space Punks. Und da das lootlastige Koop-Action-Spiel für bis zu 4 Teammitglieder als Free-to-Play-Titel angeboten wird, ist der Open-Beta-Start hier mit Release vergleichbar. Angeboten wird der Titel zunächst aber nur über den Epic Store. Genau wie bei Codemasters F1 grüßt euch auch bei MotoGP das jährlich rasende Murmeltier und schickt euch erneut auf mehr als 20 offizielle Strecken der MotoGP-Meisterschaft. Außerdem gibt es einen historischen Modus, der euch gegen 70 Meister vergangener Tage antreten lässt. Um gegen die Profis anzukommen, könnt ihr euch in der neuen MotoGP Academy mit neuen Tutorials die nötigen Tricks beibringen lassen, um das Siegertreppchen zu erklimmen. Im Actionabenteuer The Serpent Rogue erkundet ihr eine mysteriöse Mittelalterwelt und übt euch in Alchemie, um allerlei Tränke zu brauen. Deren Effekte nutzt ihr dann im Kampf oder um gefährliche Monster sogar zu zähmen. Ihr könnt euch in dem Singleplayer-Spiel aber auch selbst in ein Tier verwandeln. Das neue Rundentaktikspiel von Neocore Games, also den Machern von Warhammer 40k Inquisitor und The Incredible Adventures of Van Helsing, sollte schon mehrmals den Early Access auf Steam verlassen. Zuletzt war Ende März als Termin angedacht, aber jetzt wurde der finale Release von King Arthur Knight's Tale nochmal etwas weiter nach hinten verschoben, und zwar auf den 26. April. 2 Tage später steht dann das Early Access Ende für das entspannte Aufbauspiel Dorfromantik an, das seit rund einem Jahr in der Steam-Testphase ist und seitdem nicht nur viele Entwicklerpreise, sondern auch jede Menge Lob von den Spielern gesammelt hat. Das Berliner Studio ist aber noch nicht fertig mit Dorfromantik und hat auch für die Zeit nach dem Early Access Ende neue Inhalte und Updates angekündigt. Auf den ersten Blick ähnelt Kaiju Wars dem Rundenstrategie-Hit Into the Breach, doch hier können wir nicht nur verschiedene Militäreinheiten kommandieren, sondern auch Basen aufbauen und sie vor deutlich größeren Monstern verteidigen. Wenn ihr das mal selbst ausprobieren wollt, könnt ihr euch über Steam eine Demo des Spiels herunterladen. Ob die Nintendo Wii ohne Wii Sports jemals so ein Millionenseller geworden wäre, darf durchaus bezweifelt werden. Mit Switch Sports will Nintendo deshalb an diesen Erfolg anknüpfen und setzt auf intuitive Bewegungssteuerung und einfache Spiele für alle Altersklassen. 6 Disziplinen, darunter Fußball, Volleyball und Bowling, sind zum Release mit dabei. Später soll per Gratis-Update auch Golf dazukommen. Soviel zu den ganz neuen Spielen, machen wir mit den Ports weiter und da steht zunächst am 7. April die Xbox- und Steam-Version von Godfall an. Mit dabei ist die Fire in Darkness Erweiterung und außerdem kommt am selben Tag für alle Plattformen noch ein großes Update mit vielen neuen Funktionen und Verbesserungen raus. Bisher gab's 13 Sentinels Aegis Rim nur für die PlayStation. Im April kommt das Sci-Fi-Abenteuer zusätzlich auch auf der Switch raus. Und das sollten vor allem Story-Fans im Auge behalten, denn die komplexe und wendungsreiche Handlung hatte schon beim ersten Release des Mech-Zeitreise-Teenager-Dramas begeistert. Raus aus der Diktatur heißt die Devise in Road 96 und wie schon auf PC und Nintendo Switch hängt auch zum PlayStation und Xbox Release der Weg über die Grenzen aus dem fiktiven Land Petria von euren Entscheidungen ab. Denn ihr bestimmt nicht nur, wie ihr mit den Figuren umgeht, denen ihr auf dem spielbaren Roadtrip begegnet, sondern könnt bei falschen Entscheidungen sogar ins Gras beißen. Aber keine Sorge, denn dann startet ihr einfach einen neuen Run mit einem neuen Charakter.
Ähnlich wie Outbreak Contagious Memories setzt auch die Switch-Version von Tormented Souls auf klassischen Survival-Horror im Stil der ersten Resi-Spiele. Als Caroline Walker sollt ihr nach verschwundenen Zwillingsschwestern suchen, dabei Monster bekämpfen, Rätsel lösen und die Nerven behalten. Der Super-Ninja-Krieg um die stärkste Schule der Welt steht vor der Tür, heißt es zumindest in der offiziellen Inhaltsbeschreibung von Neptunia ex Senra Kagura Ninja Wars. Denn für das Crossover-Rollenspiel haben sich 12 leicht bekleidete Ninja-Kämpferinnen der beiden namensgebenden Serien zusammengeschlossen, um eine Armee mechanischer Ninjas in flotten Echtzeitkämpfen zu stoppen. Nach der PlayStation kommt Ninja Wars im April auch auf die Switch. 14 Jahre nach dem ersten Release schlüpft ihr im April endlich auch auf der Switch in die Rolle von Darth Vaders geheimen Schüler Starkiller. Dessen Machtfähigkeiten dürft ihr im Remaster der Nintendo Wii-Version vom Spiel auch über Bewegungssteuerung nutzen und zusätzlich ist neben der Kampagne auch der Duell-Multiplayer mit an Bord. Der eher weniger bekannte 3D-Plattformer Glover wurde ursprünglich 1998 für das Nintendo 64 und ein Jahr später für die erste PlayStation veröffentlicht. Jetzt kommt der Titel mit einigen modernen Verbesserungen tatsächlich nochmal für den PC raus. Im Twin-Stick-Shooter Revita kämpft ihr euch auf der Jagd nach verlorenen Erinnerungen einen mysteriösen Turm Level für Level hoch und das könnt ihr ab dem 21. April nun auch auf der Switch machen. Nachdem der Ego-Shooter Chernobylite nach dem PC-Release bereits im Herbst 2021 für die PlayStation 4 und Xbox One rauskam, mussten die Next-Gen-Versionen noch nach hinten verschoben werden. Deshalb kommt das Spiel jetzt erst Ende April für die neuen Konsolen raus. Mit 2 Jahren Verspätung auf die anderen Plattformen landet Zombie Army 4 am 26. April endlich auch auf der Switch und liefert als Ausgleich dort dann gleich die Inhalte des Season Passes mit. Ebenfalls für die Switch kommt 2 Tage später auch das 3D-Action-Adventure Tazumaki Behind the Twilight raus, genauso wie für die PlayStation 4. Die eigentlich ebenfalls angekündigte Umsetzung für die Xbox One wurde jedoch eingestellt. Und den Abschluss im April macht die Switch-Version des Pixel-Metroidvanias Transy Ruby, das es bereits seit Ende 2021 für den PC gibt und das dort den bislang leider noch sehr wenigen Kunden aber sehr gut gefällt. Vielleicht findet der Titel auf der Switch ja dann mehr Käufer. So viel zu den uns bislang bekannten Spiele-Neuveröffentlichungen und Ports im April. Ist ein recht überschaubarer Monat, aber schreibt uns trotzdem noch gerne, auf welche Titel ihr euch besonders freut. Bis zum nächsten Mal, euer Fritz.